Herzlich willkommen bei Backrimi Claudia. Heute zeige ich dir, wie man so eine Torte easy cheesy mit Sahne einkleidet oder einstreicht und wie man solche Schokodinger easy cheesy auf den Rand bekommt. Bis gleich. Und los geht's. Also ich habe da die Sahne drinnen. Sieht man das auch so? Ja. Und dann ich da mal eine Sahne rauf und immer so ungefähr 1-2 cm freilassen. Das ist jetzt ein Schwarzwälder Kirschtorte. So, ich habe jetzt immer so 2 cm dazwischen. Und jetzt einfach mit einer Teigkante die Runde fahren. Das muss jetzt nicht perfekt sein, weil das kann man da ja noch ein Schokoraspeln auf dem Rand. So. Wichtig ist, dass man sich ein bisschen Sahne aufkaltet oder so, weil wir müssen ja noch Tupfer machen, wo dann die Kirschen drauf kommen. Passt ja, Schatz. So. Ah, wie gesagt, das ist eine Schwarzwälder Kirschtorte. Das Rezept habe ich mal von der Sally. Und ich finde, das ist die beste Schwarzwälder Kirschtorte ever. He? Also so ein Drehteller ist natürlich ein must to have, gell? Weil da tust du wirklich dann natürlich viel leichter. Dann kommt jetzt der Trick mit die Schokoraspeln. Ich dann einfach immer so ein bisschen auf den Teller auf und schiebe das einfach vorsichtig nach oben. Ich habe jetzt auch fertige gekauft. Natürlich kann man selber auch die Schokolade raspeln, hobeln. Aber ich probiere es jetzt einmal so. Früher habe ich es immer, beziehungsweise mein Mann hat mir immer die Schokolade gehobelt. Ich habe gedacht, jetzt muss ich das einmal mit so fertigen Dingen probieren, ob das auch funktioniert. Und wenn der Tisch sauber ist, dann kann man den Rest nachher noch zusammen tun und natürlich auch noch verwenden.
Du hast schon mal gesehen, dass manche das einfach mit der Hand auftun. Das habe ich jetzt noch nie probiert mit der Hand. Man macht sich da auch ein bisschen einen Zaustall. Ich finde, so geht es wirklich am leichtesten. Wo es vielleicht fehlte. Das schaut eh schon ganz gut aus. Deswegen ein bisschen aufgehalten und dann machen wir uns da einfach natürlich auch drehen. So, und jetzt in der Mitte das da habe ich eigentlich mal gekauft für Gemüsereis, dass man so schöne Dinger auf dem Teller platziert. Und das habe ich das erste Mal für das probiert, das funktioniert. So, und jetzt, deswegen bin ich so ein Fan von Backpapier drunter legen, weil das mache ich jetzt einfach so ausziehen und würde ich mit Gefühl. Und du musst die Torte nicht mehr umsetzen. Weil mit dem Umsetzen, wenn ich draufkomme, verhaue ich mir meistens nachher die Torte her. Deswegen, wichtig ist halt da immer heben, gell? Nicht, dass die ganze Torte nachgeht. So, und dann ist eigentlich schon alles total perfekt. So, und jetzt kommt eigentlich der Oberhammer her, weil
Weil bei die Kornkirschen, seien wir uns ehrlich, die schmecken kann. Aber die Optik schaut gut aus. Dann ist mein Sohn auf die Idee gekommen, nimm einfach solche Kirschen. Und das probieren wir jetzt einfach. Wie das ausschaut. Mache ich aber vielleicht nicht auf alle. Sondern vielleicht nur vier. Genau. Und da tun wir einfach ein paar so Schokodinger rein. Also, das Rezept von der Dorte selber, wie gesagt, ist Sally. Deko made by Claudia. Ja. So, wenn das Video für dich hilfreich war, weil du dir immer schon gedacht hast, wie kriege ich die Schokodinger auf dem Rand dafür, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Ich muss das Handy anders stellen. Moment. So ist besser. Also, ich meine, das Video für die hilfreich war, nachher lass mich freuen und Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal. Ich mache da leider nicht so viel, weil ich schon viel mit Beauty zu tun habe. Aber es ist ja Beauty und More und Backen ist halt meine Leidenschaft. Und ich werde jetzt schauen, dass ich da vielleicht auch wieder mehr hochlade. Vielleicht meinst du so kleine Tricks sein, gell? Ja, das war's dabei. Ich wünsche dir einen schönen Sonntagabend. Sonntagabend. Die Tirolerin versucht wieder Hochdeutsch zu sprechen. Und voilà. Und bei Frauen einfach Frauen. Das geht ja schon ganz gut.